YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. So sieht's aus. Wir sind, ja, nicht viel weiter. Ich habe so ein paar Verbesserungen vorgenommen. Die haben sich ja hier gerade blockiert gegenseitig beim Rein- und Rausfahren. So dass ich gesagt habe, wäre es nicht vielleicht clever, wenn wir zwei Ein- und Ausfahrten generell hätten? Das klappt an manchen Stellen ganz gut, aber hier wahrscheinlich nicht, weil es zu eng ist. Vielleicht so. Ah, sieht nach nichts aus. Vielleicht könnten wir die so rum. Nee, würde nicht mehr klappen. Wir könnten nur die so rausfahren lassen. Und wir könnten die hier natürlich so rausfahren lassen. Vielleicht. Aber da sind die Biegungen, glaube ich, ein bisschen zu lang, als dass es klappen könnte. Ja, wir können zwar hier ran, aber das wäre die falsche. Wir könnten hier ran, dann würden wir aber kreuzen. Man vergisst ganz schnell, was Schienen sind, nicht? Und was die für Radien haben. Da denke ich nicht dran. Vor allem, das ist jetzt das erste Mal seit Jahren. Ich glaube, das letzte Mal habe ich Schienen gebaut 2019 in dem Spiel. Da vergisst man sowas. Beim nächsten Mal, wenn wir die nächste Stadt bauen, dann kann man sowas alles noch mehr mit bedenken. Ich habe diesmal extra hier Platz gelassen, weil ich wusste, es wird blöd mit den Schienen und trotzdem ist es zu eng gewesen. Also, das Problem ist nicht mehr, dass es zu eng war, sondern wir haben genug Platz, aber die von den Winkeln her passt es dann einfach immer nicht mehr. Und wenn man es gebaut hat, dann sieht man zum Beispiel, ja, anders wäre es vielleicht einfach geiler gewesen. Wir hätten ja auch mit einem Tunnel hier rüber gehen können und dann alles hier machen können. Aber ja, nicht, manchmal steckt man nicht drin. Also steckt man schon, aber manchmal steckt man nicht drin. Und dann sind die Sachen passiert, aber gut. Wir müssen das Beste draus machen. Unsere Bauzüge freut's erstmal. Die können hier rumpesen, Sachen bauen. Und dann ist erstmal gut. Ja, hier kommen die Baufahrzeuge nicht hin. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ob das reicht hier. Das würde ich einfach da anbinden. Oh, sag nicht, das geht nicht. Wenn nicht, muss es mit da drüben ran. Das dürfte ja gehen. Bedeutet aber, wir müssen ja, hier mit einem Weg durch. Ja, das geht. Okay. Achso, da befindet sich gerade ein Fahrzeug. Ja, danke. Randa, der ist nicht gerade geworden. Das machen wir nochmal schöner. Okay. Kommen wir hier besser durch? Ich glaube nämlich nicht. Und wie sieht das krumm schief aus? Ich glaube, das liegt aber daran, dass es hier einfach Höhen und Tiefen gibt. Und das deswegen einfach nur so krumm und schief aussieht, es ist aber eigentlich gar nicht krumm und schief ist. Okay, nochmal versuchen, so durchzukommen. Ja, ist ja nur, dass die Feuerwehr im Notfall da rankommt. Wird im Zweifel eh zu lang sein. Aber ja, so irgendwie, das sieht auch nicht gut aus. Machen wir noch mal in einem schönen Bogen vielleicht. Ja, so.
Ja, das war wenigstens aus einem Schwung. Du musst noch angebaut werden. Ja, machen wir nach da. Und du nach da. Ah, und du brauchst eine Straße. Die machen wir nach hier. Geht das nicht echt enger hier? Doch, so. Sehr schön. Also die sind beim Schienenbauen sind so auf jeden Fall gerade groß und schnell dabei. Ah, der hier ist noch. So rum. Okay, wunderbar. Dann können wir hier nämlich sagen, wir machen ein Zugsignal. Und zwar, du bist nur für rausfahren und du bist nur für reinfahren. Das gleiche hier. Du bist für rausfahren. Du bist für reinfahren. Du bist für rausfahren. Du bist für reinfahren. So. Ja, du darfst hier. So. Was ist ein Problem? Nehmen das nochmal weg. Geh bitte ins Depot zurück. Ach, der kommt nicht rein, weil das hier noch nicht fertig ist. Oh Mann. Ach, könnt ihr das nicht von innen bitte bauen mit einer höheren Priorität? Das ist ja bescheuert. Ich dachte, Einzug, weil wenn sie starten, fahren die da doch auch raus. So. Dann halt nochmal weg an den Stellen mit den Signalen, wenn ihr damit nicht klarkommt. Ja. Und das Gute ist, dass sie die Prioritäten natürlich voll beachten. Neues. Ne, letzte Chance im Kauf. Ich wollte schon sagen, neues Flugzeug. Wow. Die Schiene hat hier nicht Priorität. Naja, gut. Soll er die andere hier hinten erstmal fertig bauen? So, wir können uns noch nicht mit Kies beladen lassen, weil das hier noch fehlt. Okay. Und der da. Aber dann könnten die Züge mit Kies beladen werden. Und von hier könnte man zum Beispiel auch unten drunter hier hinten hingehen, wenn man es irgendwo braucht. Da sind wir auch frei. So. Vielleicht sollten wir die Bauindustrien hier planen, damit wir wissen, wo die Sachen ran müssen. Wir wollten anfangen mit, glaube ich, Zement braucht Kohle und Kies, genau. Dann nehmen wir natürlich das große Werk. Und das kriegt hier hinten Kohle und Kies rein. Ah, das Interessante an der Stelle wird, dass wir die Kohle auch nach rechts verzweigen müssen. Was habe ich denn hier für ein Ding gebaut? Wahrscheinlich dem falschen, fällt mir auf. Ja. Obwohl, das ist noch ein einfacher Tower. Ja, das ist okay. Brauchen nämlich hier eine Dreierverteilung. Oder eine Zweierverzweigung. Aber so theoretisch. Problem ist, hier wäre keine Straße, aber da könnten wir eine Straße ranführen. Von hier nicht, doch von dort. Also grundsätzlich nicht unmöglich. So.
Das andere ist das Ding. Ah ja, hier haben wir ja auch eine Straße. Okay. Aber hier haben wir keine Straße. Das ist interessant. Das heißt, wie sollen die das bauen? Weil wir können uns ja schlecht an die Autobahn anknüpfen. Dann kriegen die einfach diesen Anschluss hier. Vielleicht bauen wir den gar nicht fix. Ist ja erstmal, damit die das bauen können. Dann daneben den guten... Ja, wir brauchen eigentlich eine Kurve, also wieder ein 1 zu 3. Machen wir ein bisschen Abstand. Und hier wollten wir eine Verteilung dann noch haben. Also auch den. Warum der sich hier nicht verbindet, das weiß ich allerdings nicht. Oh, sagt nicht, dass wir Strom auf der gesamten Strecke noch brauchen. Oh, shit. Der ist zu hoch, oder was? Aufgrund der darunter liegenden Infrastruktur. Da ja. Hier auch. Dann da. So, dann können wir nämlich nach rechts weggehen und können von unten mit der Kohle hier rankommen. Sogar fast gerade, sehr schön. Achso, der hatte schon einen Anschluss. Egal, doppelt hält besser. Die brauchen gar keine Straße weiter, aber gut. Lassen wir die Straße mal lieber Straße sein und machen sie dahin, dann haben wir sie. Ja, mit dir ist bescheuert. Hier kommt der durch. Dann machen wir das so vielleicht. Die Straße muss noch ticken. Und dann gehen wir direkt hier ran. Mit dir daran. Und... Nee, das passt vom Winkel nicht. Der Winkel ist so. So. Ah, gut. Kann man später nochmal anders machen. Das heißt aber auch jetzt würde Kohle rauskommen und könnte... Ja, ach so, wir könnten auch hier... Wir hätten den Bahnhof gar nicht gebraucht. Ja, gut. Mal gucken. Aber wir können jetzt von hier Kohle exportieren und von hier hinten sogar Kohle exportieren, wenn wir lustig wären und das wollen würden. Alles klar. Hier geht es ja eigentlich hauptsächlich um den Kies. Kein zugewiesenes Bauamt. Warum nicht? Das ist zugewiesen. Das nicht. Achso, weil das erst gebaut werden muss. Ich frage mich ja auch, was er die ganze Zeit baut. Weil hier hinten ist doch nichts mehr zum Bauen. Ah, weil der Zug gerade tankt, konnten die nicht raus. Ja, das ist okay. Stau. Ja, hier hinten immer wieder Stau. 120.000 im letzten Monat minus gemacht. Was haben wir denn so stark importiert im letzten Monat? Den Stahl.
Die Dinger sind halt doch echt teuer in der Länge. Aber wir brauchen sie, um Stahl herstellen zu können. Das heißt, die Investition müssen wir einfach nehmen. Das Geld schmilzt auf jeden Fall dahin, nicht? Von den 17, 18 Millionen nur noch 13 übrig. Aber mehr als gedacht. Ich habe ja damit gerechnet, dass wir nur 6 behalten. Von daher ist das alles noch gut. Und Kohle und Kies würden hier ankommen können. Zementwerk, das große Zementwerk. Kriegt dann irgendwie hier seine Ressourcen rein. Wenn wir das hier hinbauen, dann kriegt das sogar von da drüben. Die Arbeiter mit. Und der hat ja auch Rechtsanschlüsse. Das sollte also passen. Das wäre ganz cool. Dann hätten wir das Zementwerk wenigstens abgefrühstückt noch. Aber hier kommen eh zu viele Leute an. Das ist ja nicht schlecht. So. Das heißt, wir kriegen Zement und da kommt raus Trockengut Zement. Kohle und Kies. Genau. Das heißt, wir brauchen das Trockengut-Schüttlager, irgendwas. Oh. Warum es nicht eine Reiter nur für Lager gibt, frage ich mich immer. Ich suche mich immer zu Tode, wo das einzelne Lager ist. Ich glaube, das hier ist nicht okay. Wir brauchen Schüttgut. Nicht ein Schüttgut, sondern so ein... Ich glaube, das ist hier bei Flüssig... Nee, bei Trockengut. Hier. Zementsilo. Da haben wir es. 2300, 1000, 1400. Warum gibt es halt zweimal ein Zementsilo? Trockengutlager, aber es sind doch die gleichen. Das heißt, das hier ist das alte, das hier ist das alte, aber eigentlich sind es inzwischen... Eh nur noch Zementlager oder Aluminiumoxid. Okay, der kann noch Aluminiumoxid und die auch. Das heißt, der ist wirklich nur für Zement da. 1400 Tonnen finde ich eigentlich auch okay. 1450 Tage finde ich auch von der Arbeit her okay. Das würde hier rauskommen und würde hier reingehen. Wir brauchen da auch gar keinen Straßenanschluss oder irgendwas, soweit ich weiß. Ich will den auch nicht manuell irgendwo hinbringen. Also kann das hier hin. So. Dann kommt das Betonwerk. Der braucht Zement und Kies. Das heißt, der braucht das und das, was hier ankommt. Das heißt, hier kommt E-Kies an. Dann kriegt der irgendwie Zement noch. Oh, oder wir können ihn direkt anschließen. Und zusätzlich dazwischen vielleicht auch das Lager. Ich weiß nicht, warum die Werksverbindungen haben. Für den Müll? Könnte für den Müll sein, nicht wahr? Aber eigentlich hier Absetzcontainer. Gut, aber wir können hier Müllcontainer ranmachen oder hier. Hallo, normaler Mensch. Hallihallo, Hallöchen. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Und ich weiß gar nicht, ob ich von den Dingern hier großartig was habe. Ja, da habe ich nämlich nicht viele. Aber das würde schon reichen.
So, wir bräuchten hier nur einen mit Eingang. Also den hier. Und Straße drunter durch auch vielleicht gar nicht verkehrt. Ist jetzt vielleicht an der falschen Stelle. Okay. Dann müssen wir nochmal gleich gucken. Und du hast deinen Ausgang auch da. So. Ich glaube nicht, dass ich das hier für Müll brauche, oder? Das ist ja nur ein Lager. Ich werde es nicht manuell irgendwo hinschaffen. Hier wäre aber besser, wenn wir einen Verteiler hätten als einen... Ja, dann können wir nämlich da oben an 6 Stellen abgehen. Das ist viel besser. Und dann 1:1 gibt's nicht, oder? Wir haben nur diese übertriebenen Dinger. Warum habe ich jetzt eigentlich die Mod-Objekte genommen, wenn die Standardsachen... Ah, die Standardsachen haben, glaube ich, keine Straßendurchfahrt. Ah, gut. So. Man merkt, ich habe die Sachen lange nicht gebaut. Ich merke zumindest. Da muss man erst wie immer komplett sich neu reindenken. So, ihr kriegt hier eine Autobahnauffahrt. Und ich sehe, wo das Problem ist, wenn wir von dem hier abgehen wollen. Dann bräuchten wir hier ja auch noch einen Überweg. Also sowas hier. Und dann würde das mit dem Weg nicht passen. Dann müsste der auf die Höhe vielleicht. Das würde mit der Autobahnauffahrt ein bisschen besser zusammengehen, wenn die hier hinten reinkommt. Ran. 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 Ihr könnt noch ran. Du bist da angebunden. Und ihr werdet separat angebunden. Okay, dann können wir von dem hier nämlich noch weggehen, falls wir es brauchen. Und ansonsten hätten wir hier das Betonerzeugungsdingsi. Und das braucht auch Arbeitskräfte, oder? 5 Stück. Okay, das können wir noch mit dem Bus bewerkstelligen. So, und da kommt also Beton raus. Beton ist Betonpuffer. Ich glaube, Beton war das Problem, dass man den nicht lagern konnte. Da gab es kein Lager für, weil das ist kein Flüssiggut, kein irgendwas. Ich kann Zement lagern, aber ich kann keinen Beton lagern irgendwo. Weil der muss ja angemischt werden. Das heißt, so wie ich es gebaut habe, ist eh falsch. Okay. Weil ich bin natürlich von einem Lager ausgegangen. Okay, nochmal neu. Das heißt, wir müssen das hier komplett überdenken, weil wir 2 Betondinger hintereinander haben müssen. Das wäre besser, nicht? Einfach für die Kapazitäten. Sonst warten wir ewig, wenn wir was bauen, dass wir Beton kriegen. 2 ist wahrscheinlich noch zu wenig, aber besser als 1. Dann... Es würde gar keinen Sinn machen. Ja, eigentlich macht das doch gar keinen Sinn. Ein riesiges Zementwerk zu machen, oder? Und den zu lagern. Die können 40 Zement importieren gerade mal. Und die verbrauchen 30 pro Stunde. Und das stellt her 70 pro Stunde. Nee, 81 pro Tag. Okay, 81 pro Tag und du verbrauchst
30 pro Tag. Das heißt, zwei Werke passen hier locker ran an das Kleine. Ans Große mit 108, das ist nicht mal viel mehr als 81. Passen gerade mal drei von denen. Und das nicht mal wirklich. Das sind doch 90, aber 120 würde schon nicht gehen. Drei könnten wir also ranbauen. Wir dürfen nur nicht vergessen, die brauchen auch noch Kies. Das heißt, wir müssen den Kies hier oben dreifach verteilen lassen. Vielleicht machen wir das dann lieber... Ja, irgendwie müssten wir die so schräg stellen. Aber dann würden sich die Sachen kreuzen. Der kriegt das unten rein. Du kriegst es unten rein. Du kriegst es unten rein. So. Jetzt würden wir von hier aber da rangehen. Das wäre doof. So, beim ersten Klaps noch. Hier kommt der Kies an, der verteilt sich auf die drei. Ist halt blöd, dass die das nicht gegenüberliegend haben. Wenn wir es so bauen, so würde es hingegen gehen. Ja, aber ist ja egal, ob wir das Trockengut von hier rankommen lassen oder das. Nur der kommt schon von sehr langem Weg, der noch nicht. Dann würde ich eher den hier lang bauen. Jetzt ist die Frage, kriegen wir den dazwischen hin, weil wir keine Mod-Objekte davon haben, die kleiner sind, nicht? Wir haben nur diese großen. Was sieht gut aus. Vielleicht bauen wir wirklich nur zwei trotzdem. Das ist nur das Problem, ich komme mit der Straße nicht rum. Ja. Okay. Aber was soll ich mit dem dritten Werk da hinten? Okay. Wir bauen erstmal das Kieszeug weiter. Wobei wir aufpassen müssen... Fabrik für Platten braucht Kies und Zement auch. Oh, die brauchen auch Zement und Kies. Das heißt, zwei Betonwerke verbrauchen 60. Du 9. Dann brauchen wir davon zwei auch nochmal. Das heißt, 60, 70, 80 alleine dafür. Die Asphaltanlage, die braucht Kies und Asphalt. Ne, die braucht Kies und Bitumen. So, Kies und Bitumen. Weiß ich nicht, ob ich den Kies nicht nach hier liefern lassen sollte. Oder das Bitumen nach da, wobei wir das pumpen lassen könnten. Und ich muss aufpassen. Oh. Ich muss auf so viel gerade achten. Weil das wird größer, als ich dachte. Wir haben ja hier das Eisen an der Stelle. Das heißt, wir brauchen hier auch die Eisenmine irgendwo. Ich setze sie mal kurz dahin. 90. Warum habe ich denn das so ans Wasser gebaut? Oder an dem... Achso, ich habe es an den Berg gebaut. Ja, das ist ja okay.
92. So. Theoretisch, nicht? Dann wäre hier unsere Eisenindustrie an der Stelle. Das heißt, so viel Platz haben wir gar nicht. So wie ich hier gerade gebaut habe. Was ist uns wichtiger? Stahl erstmal oder Beton? Stahl oder Beton? Beton. Ich weiß es nicht. Guter Rat ist teuer. Und hier hinter haben wir ja auch noch Baufläche. Also was müssen wir alles bauen? Eine Ziegelfabrik. Die braucht nur Kohle. Die Ziegelfabrik könnte zum Beispiel hier hin. Die kriegt die Kohle von hier rein. Die verbraucht nur Kohle. Was eigentlich auch komisch ist. Das heißt, an die Straße, hier ein Lager irgendwie hin. Hier die Kohle rein. So vielleicht. Die Straße. Ah, hier ist die Straße. Hier wollten wir die anschließen. Ja, 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 okay. Ist halt echt blöd mit der Straße und dem Eingang. So wäre wirklich am besten. Aber dann ist der Ausgang fürs Ding blockiert. Fürs Lager. Außerdem sind hier die Schienen geplant. Aber ob wir die jemals brauchen werden... Weiß ich eh nicht. Oder halt hier hinter. Wir hätten hier einen Verteiler setzen können. Shit. Warte mal, aber hier, das ist noch nicht fertig. Wir können hier noch einen Verteiler hinsetzen. Hoffentlich. Oh, hoffentlich. 1:3. Sieht aber gut aus. Sieht gut aus, aber ist nicht gut. Ach, leck mich doch einfach. Okay, wir reißen erstmal die Wege ab. Warum soll da nicht mit klarkommen? Und so, jetzt wieder Wege. Der sieht aber krüdelig aus jetzt. Gott, Weg komplett nochmal weg. Jetzt wird er gerade, na gut. Du kommst hier nicht mehr durch. Interessant. Das ist so eng dran. So. Dann können wir nämlich von dem Ding hier hinten erstmal ganz entspannt die Ziegel bauen.
Jetzt ist die Frage, wo kommen wir hier mit einer Straße durch? Vielleicht brauchen wir da einen Straßenverteiler. Okay, das müssen wir nochmal uns angucken. Und hier können wir nämlich die Autobahn anschließen. Okay. Das muss nochmal ein bisschen geändert werden. Wir brauchen eine Straßendurchfahrt. Die ist nämlich sehr lang. Es gibt auch Straßendurchfahrten mit Verteiler. Ne, die ist auch mit Schiene. Die hier. Das könnten wir bauen. Problem ist, ich glaube, einer von den beiden mag das hier nicht. Shit. Okay, ich guck mal, was passiert, wenn ich das so setze. Du würdest rangehen, du nicht, aber wegen des Fußweges. Okay. Dann zum dritten Mal den Fußweg abreißen. Dann geht das auch ran. Dann haben wir auch eine Straße dadurch. Besser. Das ist aber blöd. So, da hinten auch noch ein Lager rankommt, muss die Straße auch weiterlaufen. Die Dinger bestätigen. Jetzt können wir auch mit dem Wegen einfach daran. Dann müssen wir da uns nicht großartig rumquälen. Du bist da drüben dran. Ja. Keine Ahnung, wovon die ihre Arbeiter kriegt. Von da, das wird nicht mehr reichen. Weil, da müssten wir unterirdisch gehen. Könnte aber. Unterirdisch könnte klappen. Ich mach mal kurz die Dinger hier auf. Bobsi. So, sonst baut er mir das nämlich schon. Und wir sind noch gar nicht fertig. Man sieht, man sollte nicht zu früh anfangen. Dann kommt man nämlich in die Bredouille. Mit dem Baustart. Hier wäre natürlich optimal, dass das hier die paar Meter dann nachher sind, die das nicht klappen lässt. Und vom dem hier. Ah, hier soll aber eine Schiene rum. Hm. Vielleicht ist es dann gut, wenn wir das generell unterirdisch hier machen. Zu dem hier auch. So, und da kommt Ziegel raus und Ziegel konnten ins Freilager, nicht wahr? Freilager 936 Tonnen Ziegel. Ich würde sagen, einfach erstmal so. Straßen in die Richtung, Schienen in die Richtung. Dann können wir hier noch eine... Ja, ich glaube, wir brauchen gar keine B- und Entladung, nicht? Der Zug kann direkt hier reinfahren. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ist ja ein Lager mit Schienenanschluss. Dann wird das also hier nur interessant.
wie wir die Straßen ziehen. Die hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Und eigentlich heißt, wir brauchen sie nicht. Da ist ein Stück Straße übrig geblieben. Das passiert ganz gerne. Und jetzt reißen wir wieder schön Bäume ab. Ich weiß, ihr liebt das. Ihr hasst den Dschungel genauso wie ich. Da kommen nur eklige Viecher raus. Weg damit. So. Wir können hier eine Straßenladestation anschließen, aber ich weiß nicht, ob das gefixt wurde, dass Bauämter Ziegel sowieso nur da rausholen können, direkt aus dem Lager. Und nicht aus der Straßenladestation. Früher konnten sie nicht aus dem Lager das holen, wenn das direkt da dran war. Fand ich ein bisschen schwach. Was wir aber vorsehen sollten, wir haben hier Helikopter. Ein Fracht-Heli-Landeplatz. Für Kohle brauchen wir den nicht. Die Straße braucht er nur für Feuerwehr. Das ist natürlich jetzt doof. Warum hat der wieder keinen Ausgang nach vorne? Also, manchmal sind die Sachen so ein bisschen nervig. Gut, dann wird der da angeschlossen. Ist ja auch nur für die Feuerwehr. Was ist das? Warum? Keiner hat dir gesagt, das sollte... Auch im Planungsmodus, dass gleich die Bäume weg sind. Ich fände cool, wenn die erstmal dann gefällt werden müssten. Und nicht einfach instant weg wären. Okay, dann könnten nämlich auch die Helis Ziegel hier rausholen. Das wäre wichtig. Später könnten wir hier Züge anschließen. Das wäre auch wichtig. Die Dinger sind parallel, das heißt, das würde uns auch nicht stören. Wir haben auch noch einen Straßenanschluss. Das würde also auch klappen. Wir haben sogar einen Straßenanschluss nach hier, also doppelt. Da könnten wir also auch die Kapazitäten erhöhen. Wir würden trotzdem mit dem Zug hier vorbeikommen. Das heißt, das Ding, würde ich sagen, ist fix. Das ist auch Niederkomplex. Oh, nee. Eine Sache fehlt. Eine wichtige Sache fehlt. Und zwar brauchen wir einen... Das kann hier weg. Das können wir nämlich nochmal schöner machen. Die Straße ist hier jetzt nach unten. Ja, so ist erst immer okay. Wir brauchen diesen hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich den Weg gleich wegmache nochmal. Bevor er uns gleich wieder in der Quere sitzt. Wir brauchen den hier nämlich noch. Ganz vergessen. Ich weiß nicht. Aber ich mach's einfach. Ich lasse es einfach überall anschließen. So, das würde gehen. Und ran und gut. Dann hätten wir das da fertig. Bau aussetzen, bitte. Bau aussetzen. Gut, den werde ich wahrscheinlich nicht woanders hinbauen. Aber jetzt ist noch nicht so viel drin. 2,6 Tonnen Asphalt. Damit könnte ich noch leben. Dass da noch nichts hin ist. Und bei der Straße ist noch gar nichts hingeliefert worden. Uff. Okay, dann sollen die sich erstmal nämlich hier drum kümmern, dass das fertig wird. Kein Baum zugeordnet. Okay, das geht nicht. Das heißt, die brauchen wieder eine dedizierte Straßenanbindung. Auch schade, warum das so ist.
So, also. Aber klar, wie soll die Feuerwehr da durchfahren? Das wird's eher sein. Nicht, dass die Fahrzeuge da vielleicht gar nicht rankommen. Und wir haben inzwischen wieder 8000 Einwohner. Die ersten 15 ohne eigene Wohnung. Wir könnten nochmal die Geburtenrate verringern. Wir könnten auch erstmal die Visa für Sowjet-Touristen erforschen. Hätten wir das auch. Ich meine, dann ist die Forschung auch relativ zackig am Ende. Interessant, das können die hier gar nicht bauen, weil die nicht durchs Lager fahren dürfen. Ah. Aber das hier ist fertig. Da ist auch kein Poller entstanden. Das ist immer ganz wichtig zu kontrollieren. Da hatten wir schon unsere schlechten Erfahrungen. Du darfst hier rein. Du darfst hier raus. Raus rein. Du darfst hier... Raus. Du darfst hier rein. Können wir noch irgendwo die Sache auftrennen? Eigentlich nicht. Außer an der Stelle könnten wir das trennen, weil hier keine Verteiler sind. Hier ist getrennt. Der ist eigentlich falsch. Weil das geht nämlich nicht. Weil es nicht doppelspurig ist. Das hier... Hier könnte... wechseln, aber das ist zu eng für einen Zug. Und hier wird aber getrennt. Ich glaube, es ist nicht richtig. Die können sich da gegenseitig blockieren, nicht? Wenn einer hier wartet, der links rein will und einer rauskommt, der links will, dann würden die sich blockieren. Aber da müssen wir irgendwo hier eine Parallelschiene oder sowas irgendwann mal vorsehen, wo die sich dann ja, verteilen können. Das Problem ist, die Züge sind recht lang. Ich könnte das hier höchstens machen. Die einzige Stelle, die ich sehen würde. Na, dann hat er wieder den Ansatz nicht gehabt. So, dann... Das ist doch nicht richtig. Was macht der denn da? Jetzt hat er es, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Hat der nicht auch Schienenanschlüsse? Nee, nicht. Der nicht. Alles klar. Der hatte nur Schüttgut. Ich glaube, da müssten wir Containergut oder sowas. Oder eine... Ah, hier... Okay. Eine Entladestation. Aber das ist ja quasi denn die hier. Aber... Lassen wir sie fertig bauen und wir gucken mal in der nächsten Folge, wie wir das mit dem Beton zaubern. Aber wenn wir Beton haben, dann haben wir auch Platten. Dann haben wir Ziegel. Und dann haben wir die meisten Baumaterialien, glaube ich, erstmal da, nicht? Beton, Plattenbauteile, Asphalt, da müssen wir mit dem Bitumen gucken. Aber der Rest haben wir dann. Gut, Holz fehlt noch.
Und dann können wir mal gucken, wie das mit dem Eisen ist. Ich würde mich erst das Eisen planen, bevor wir den Beton planen. Aber auch erstmal nur planen. Und dann ziehen gerade auch zu viele Leute ein. Eventuell bauen wir hier ein paar Häuser vorher noch hin, dass die da einziehen können. Wir brauchen die Arbeitskräfte an der Stelle ja für die Ziegelfabrik auch. Ja, mal gucken.